Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Das mache ich nicht. Bin froh, dass wir die letzte Zeit nichts hacken mussten. Es hätte wahrscheinlich sowieso nur den Safe entsperrt. Na komm. Gamma-Kanone. Übrigens, nach der Aufnahme werde ich wieder die. Die Ziele sind schon wieder zerfetzt. Keine Ahnung, ob diese Köter oder das Gewitter neulich daran schuld waren. Irgendein Dummkopf hat mich so programmiert, dass ich aufgebracht bin, wenn nicht stets neue Ziele vorhanden sind. Dabei könnte ich wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Warum Blechdosen von Steinen schießen, wenn Sie ein echtes Ziel ins Visier nehmen können? Okay. Besorge neue Papierzettel. Ja gut, es Früher liegt haben wir Waffen und auf Munition unserem Weg. Was verliert. ist da explodiert? Die müssen Gäste jetzt aber selbst. Du Pappkamerad? Ich glaub schon, ja. Aber hier dürften wahrscheinlich auch keine schnelle Gäste sein. Das heißt, wir sind jetzt erstmal in die Sicherheit. Oh, habe ich gleich gesehen. Ja, jetzt sind die anderen gewarnt. Mist. Wir sollten noch Bierflaschen sammeln, ne? Machen wir das doch erstmal. Ach, von da schießen sie, die kleinen Halunken. Ich sehe die alle gar nicht. Oh, zu dir laufe ich hin. Sag mal. Habt ihr es jetzt langsam? So, ja, hier sind die Bierflaschen. Ach, Roland ist mal wieder hier bei mir. Das finde ich schön. So, Bierflaschen sammeln. Scheint leicht zu sein. Na gut, jetzt haben wir sechs. Vier Stück liegen hier wahrscheinlich noch verstreut, ne? Aha. Hier noch zwei. Die sind aber jetzt versteckt. Denke ich mal. Ach nee, es wird mir direkt angezeigt, wo die nächsten sind. Ja gut, ist so. Easy. Okay, Jäger und Gejagten hat sich, glaube ich, erledigt. Wie schalte ich den Scheiß aus? Ich warte immer noch auf den Spieler. Naja, gut. Meinetwegen. So, als nächstes gehe zur Post. Wir gehen da erstmal hoch. Da lebt ja immer noch einer. Ist das so einfach? Ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt sind wir von hinten reingegangen. Okay. Jum, jum, russischer Eier, komm. Mein Essen ist wahrscheinlich mittlerweile eh vergammelt. So. Was haben wir denn hier? Eine vollständige Räderrüstung.
Nehme ich. Waldschatzkarte 09. Somerville. Oh, ich denke, jetzt haben wir eine Power-Rüstung, bis wir die Bagger-Rüstung haben. Das heißt, wir können uns der Sachen entledigen hier. Achso. Sons of Dane, automatischer Alarm. Hm. Dann vermute ich mal, werde ich demnächst ein paar Fusionskerne sammeln müssen. Wo? Oh. Haben wir Raketensprung? Nein. Ich kann dich hören. Mit einem Schraub. Achso! Ich mach das ja auch mit dem Schraubenzieher. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn so doof und geht da mit dem Schraubenzieher ran? Wow! Slayer! Das ist ja. Ganz die Mühe umsonst. Tut mir leid, Bro. Also, ich würde erstmal glatt behaupten, wir suchen den Typen, der hier rumstöhnt. Und da sind ja auch noch Fliegen. Jetzt sind hier auch irgendwo noch so eine Fliegeviecher. Ein Mikroskop, das nehme ich mit. Ja, die Fliegeviecher werden schlecht hier reinkommen. Ich glaube nicht, dass sie schlau genug sind. Gehen wir also runter. Nervige Dinge müssen trotzdem beseitigt werden. Huch! Ich glaube, jetzt können wir in Ruhe uns hier umschauen. So, hallo, wie kann ich helfen? Hinweis. Obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Daten zutreffend sind, kann der Postal Service die Richtigkeit hier enthaltener Informationen nicht gewährleisten. Der Postal Service ist in keinerlei Weise verantwortlich für Fehler in diesen Aufzeichnungen und nicht haftbar für sich aufgrund des Verlasses auf die Informationen ergebende Gerichtsverfahren. Nach Nachnamen durchsuchen. Fehler. Okay. Nach Vornamen? Fach 10 zu vermieten. Boyd Basley, 7 Main Avenue, Grafton. Otis Pike, das wird er höchstwahrscheinlich sein. Untersuche den Schlüssel. Okay. Otis Pike House. Ken Soul mit Level 9? Okay. Wenn er Spaß dran hat. Soll er hier rumlaufen? Na, Kampfschaden brauche ich eh nicht. Okay, dann würde ich sagen, reisen wir da schnell mal hin, ne? Guck mal, das ist mein letzter Tod. Vielleicht kann ich den nochmal aufdecken. Mutantenhunde werden normalerweise von Supermutanten aufgezogen, ne? Da stellt sich mir doch die Frage, die müssen ja auch irgendwie mutiert worden sein mit dem HIV, sag ich schon. Diesem komischen Virus. Wie war der Virus? Weiß gar nicht mehr, wie der Virus hieß. Ihr wisst schon, den Supermutanten-Virus.
Die müssen ja auch abbekommen haben, weil die sehen den Supermutanten ziemlich ähnlich. Wenn ich das so sagen darf. Ja, Briefkasten ist leer. Ich kriege die Post. Schickt mir Fanpost, Freunde. Oh, auch leer. Oh, oh, oh. Ich frage mich, ob ich das, wenn ich das Monster von Grafton wieder sehe, ob es dann diesen Schaden hat von mir. Oder ob ich diese eine Munition umsonst verschwendet habe. Und ich glaube, ich bin am Haus vorbei. Wo ist denn das Haus? Hä? Hey, so weit ab vom Schlag kann ich doch nicht gewesen sein, oder? Hey, sieh mal einer, guck. Kündigung. Grafton Steele, Region Großer Palacia. Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses. Mr. Pike, dieses Schreiben bestätigt offiziell den Inhalt unseres heutigen Gesprächs bezüglich der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit Grafton Steele. Es ist sehr bedauerlich, dass Sie in den sogenannten, in den Sog dieser lächerlichen Propaganda geraten sind. Als gesetzestreuer Vertragspartner der Regierung ist es Grafton Steele ein dringendes Anliegen, unsere Verpflichtungen bezüglich Sicherheits- und Produktionsstands zu erfüllen oder zu übertreffen. Sie haben Ihre große Missachtung gegenüber dem Ruf von Grafton Steele und der Bedeutung des Unternehmens für die Kriegsbemühungen deutlich zum Ausdruck gebracht. Wiederholte Versuche, Ihnen mittels Beratung zu helfen, wurde von Ihnen ignoriert. Also, das ist jetzt nur gemacht, weil er gefeuert wurde? Oder ist da eine größere Geschichte bei? Ein Brummbär. Klebeband. Ah, oh, Kleber. Kleber meins. Hi, Otis. Was möchten Sie tun? Kalender. Fehler. Berichtsüberschreitung. Okay, Tagebuch. Es ist wahrscheinlich dumm, das aufzuschreiben, aber ich muss meine Gedanken irgendwie loswerden, also ist das wohl so etwas wie mein Tagebuch. 26. Februar 2077. Colton und Leyland sind gestorben. Das Stahlwerk pumpt weiter Gift raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was kann ich denn tun? Bei meinen Rückenproblemen und AFU als Verwandtschaft kriege ich keine andere Arbeit. 7. Mai 2077. Der süßen Susie Jenkins sind Geschwülste in ihrem kleinen Körper gewachsen und sie ist einen furchtbaren Tod gestorben. Ihre Familie tut mir so leid. Niemand sollte ein kleines Kind so begraben müssen. Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit. Afo interessieren nur die Dollarscheine und ergibt einen feuchten Kehricht auf alles andere. Es sterben Leute. 14. Mai 2077. Ich habe es endlich getan. Ich habe insgeheim von den Vorkommnissen hier berichtet. Die Sicherheitsregeln werden missachtet und es sterben Kinder. Das ist nicht richtig. 28. Juni. Junge, Junge, da habe ich aber wirklich ins Wespennest gestochen. Vor dem Stahlwerk kampieren mittlerweile Demonstranten, Reporter und alle möglichen andere Leute. Sie versperren die Durchfahrt für die Laster. Die sind richtig sauer. 2. Juli. Die Soldaten haben die Leute vertrieben und bewaffnete Wachen positioniert. Ava hat sich köstlich darüber amüsiert und meinte, dass diese Jammerlappen von Kommunisten kriegen, was sie verdienen. Ich glaube, ich muss etwas anderes probieren, um alles ins Lot zu bringen. Ja, aber was hat das mit diesem Kind zu tun? Heute wurde ich gefeuert und des Geländes verwiesen. Sie meinten, sie wüssten, dass ich den Demonstranten helfe. Es war wohl egal, dass ich zur Familie gehöre. Arthur hat nicht mal selbst mit mir gesprochen. Offenbar muss ich einen anderen Weg finden. Korrespondenz. Kid Secure. Von Kid Secure an Otis Pike.
Betreff Antwort Tracking-Funktion. Sehr geehrter Herr Pike, es tut mir leid, dass es tut mir sehr leid, dass Probleme mit der Kid-Secure Ihres Sohnes aufgetreten sind. Das Armband kann nur von autorisierten Erwachsenen entfernt werden, die zuvor im Konto eingetragen wurden. Wir sorgen für die Sicherheit Ihres Kindes. Ich habe gemäß Ihrer Bitte die Anweisung zum Überbrücken der Funktion angehängt. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne noch einmal an uns wenden. War das jetzt sein eigener Sohn? Und ich blick da jetzt gerade nicht durch. Damm-Sicherheitsanfrage. Sehr geehrter Herr Pike, ich freue mich, Ihnen versichern zu dürfen, dass es sich beim Dampf von Grafton um ein erstaunliches Wunder technologischen Erfolgs handelt. Da wir zu dem Schluss gekommen sind, dass eine Bedienung durch Menschen zu fehleranfällig ist, wird der Damm lediglich aus der Ferne überwacht, ansonsten aber vollkommen automatisch gesteuert. Ich könnte Ihnen gerne eine Führung organisieren, wenn Sie weiteres Interesse haben. Verwandt? Nein, aber sowas von nicht. Wir beide sind nicht verwandt. Molly war die Liebe meines Lebens und solange sie gelebt hat, musste ich deinen Scheiß ertragen. Was sollte das, dass du versucht hast, mir am Damm diese Demonstranten auf den Hals zu hetzen? Du hast versucht, das Andenken deiner Schwester auszunutzen. Fahr zur Hölle. Freddy mag dich. Ich kann nicht verhindern, dass du ihn per Kid-Secure findest, nachdem Molly dich zu seinem Partner gemacht hat. Lass uns einfach in Ruhe. Von Arthur Wood. Das heißt, er ist quasi der Ex-Freund von der Mutter des Kindes. Ah, und er wollte nicht, dass Freddy krank wird, also hat er ihn entführt. Okay. Jetzt komme ich auf den Trichter. Jetzt komme ich drauf. Finde einen Weg in den Damm. Lohnt sich das? Ja, komm. Na gut, jetzt wird wenigstens ein Schuh draus. Der Typ möchte einfach nur den Sohn sichern. Auch wenn er sich in der Sprachaufnahme sehr seltsam angehört hat, wie ein Pedo. Aber soll ja nichts heißen. Es gibt Leute, die haben halt merkwürdige Stimmen. Der kannte ich einen bei meiner Arbeit, der ist leider rausgeflogen. Der hätte sich auch angehört, als wäre, keine Ahnung, dauerbesoffen. Aber ein netter Mensch gewesen. Wäre doch nicht der Hellste. Manchmal glaube ich, dass man wirklich anhand der Stimme erkennen kann, wie ein Mensch drauf ist. Es zählt nicht immer so. Ich meine, ich habe eine freundliche, nette Stimme und bin eigentlich böse. Das sieht man in meinen Spielen. Ich sehe nur einen Frosch. Ach, der Frosch macht diese Geräusche. Hört sich an wie ein Hund. Lauf doch nicht weg, Mann. Ich brauch das Uranerz. Schwören können, das Monster von Kräften gehört zu haben. Aber kann auch meine Powerrüstung sein. Die Powerrüstung ist so unglaublich laut. Wo laufe ich überhaupt hin? Und da wären wir auch schon beim Damm. Ja, wie kann ich unendlich lang laufen? War das schon immer so? Oder ist das nur, wenn man überladen ist, dass man nicht mehr richtig lang laufen kann? Und hier müssen wir reinfinden, okay. Damm von Grafton. Und Son of Dane, ne? War hier nicht irgendwo die Station davon? Sons of Dane Anlage. Ja, die wollen die Raketen starten. Oh! Hab dich gar nicht gesehen, Bro.
Ja gut, da brauchen wir auch nicht mehr schleichen. Oh, uns geht langsam die Munition aus. Oh mein Gott, wir haben noch 900. Wir sollten also langsam mal die schweren Waffen rausholen für die schweren Gegner. So, ich mir das vorgestellt. Na, guck mal, noch eine Power-Rüstung. Gar nicht mal so selten, die Dinger. Ansprache zur Schlacht bei Hunter's Hole. Aber erstmal letzte Befehle für den. Die Bomben sind aber noch nicht gefallen, ne? Und gesucht mit 5. Wie süß. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich wurde schon mit 10 gesucht. Wie viele Leute hier plötzlich rumlaufen? Ja, was wollten wir machen? Wir wollten erstmal lesen. Ansprache, nein. Letzte Befehle für den Dampf von Grafton. Wir erwarten euren Trupp innerhalb eines Monats wieder im Camp. Berücksichtigt beim Packen bitte die neuen Befehle des ältesten Maxons. Wir müssen sämtliche wertvollen und potenziell gefährlichen Technologien sicherstellen. Es gab, glaube ich, mehrere Maxons, ne? Das dürfte nicht der Maxon sein, den wir getroffen haben. Glaube ich nicht. Im Folgenden ein paar abschließende Befehle. Nutzt die Kontakte, die ihr mit den Respondern und auch den freien Staaten geknüpft habt und bringt in Erfahrung, ob ihnen verborgene Technologielager bekannt sind. Ich weiß, dass es in der... Das kann nicht der richtige Maxon sein, das ist eine andere Zeit. Das ist mir gerade erst eingefallen. Geknüpft habt und bringt in Erfahrung, ob ihnen verborgene Technologielager bekannt sind. Ich weiß, dass es in der... Savage Divide einige Forschungseinrichtungen der Regierung gab. Wenn wir verlässliche Informationen über ihre genauen Standorte erhalten, können wir eine Bergungsmission starten. Zweitens, bringt in Erfahrung, ob jemand, egal ob Freund oder Feind, im Besitz von Technologien ist, die gefährlich sein könnten. Damit sind Nukleartechnologie, Laser- oder Plasmawaffen oder ähnliches gemeint. Protokolliert den Bestand, aber ergreift keine direkten Maßnahmen. Ritter Wilson und ich werden jeden Protokolleintrag individuell bewerten. Ihr verlasst den Damm bestimmt mit gemischten Gefühlen, aber unsere Mission besteht nicht nur darin, Zivilisten zu beschützen. Sie ist größer geworden. Vergesst das nicht. Paladin de Gary. Ich hatte vor ein paar Jahren mal im Fallout Wiki ganz, ganz viel gelesen. Und ich werde da demnächst mal wieder reingucken, um mich ein bisschen aufzufrischen, weil Maxon, ich muss da einmal gucken. Zivilisation. Die Bruderschaft und die Responder haben einen hohen Preis gezahlt, damit dieses Wort in Appalachia wieder etwas bedeutet. Trotz all der Veränderungen haben Farmer weiter das Land bestellt, haben die Leute neue Fähigkeiten erlernt und wir... Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Bürgermeister auf Lebenszeit. Unsere wunderbare Tourismusbranche hat ein Problem, das irgendjemand dort draußen hoffentlich beheben kann. Im See von Grafton platzen Fässer mit toxischer Schlacke auf. Entsetzlich. Niemand wird dort noch schwimmen wollen. Uns fehlen die Mittel, den See wirklich zu säubern. Deshalb müssen Sie dafür sorgen, dass niemand Sie sieht. Und ich kenne genau den richtigen Ort, an dem wir Sie abladen können. Das hat man eben davon, wenn man mich nicht unterstützt. Freddys Abenteuer Nummer 1. Freddys Geheimnisse. Onkel Otis hat mir ein Gockner-Spiel geschenkt. Er ist ja sowas von cool. Wir müssen unbedingt in den Damm kommen. Onkel Otis hat gesagt, er würde uns was zu essen besorgen. Hoffentlich bringt er uns Pizza. Pizza ist cool. Ich habe jetzt auch Bock auf Pizza. Ich habe in einem Schreibtisch Süßkram gefunden. Haha, kostenloser Süßkram. Ich bin hochgeklettert und habe alles versteckt. Die ganzen Leckerlis gehören alleine mir. Bobby wird total eifersüchtig sein. Onkel Otis, ist... Achso, lässt mich Sachen machen. Das ist genau ein Loch. Wer schreibt denn genau in ein Loch rein? Wir haben in die Rohre hier gefurzt.
Und wer am meisten gestunken hat, hat einen Preis gekriegt. Ich hab gewonnen. Ich bin der Beste. Freddy, der Große. Ah, ja. Netter Typ, der Otis, der mit dem Kind in Röhre furzt. Schlüssel zum Dampf von Grafton. Tagebuch von Otis Pike. Mal wieder das Tagebuch, immer noch bescheuert, den Kram aufzuschreiben. 15. Oktober 2077. Hab mir den Wasserpark angesehen, wo der Junge in ein paar Tagen sein wird. Wäre fast geschnappt worden. Aber hab als Ablenkungsmanöver ein paar Protestflyer gegen das Stahlwerk von Grafton fallen lassen. Ich wusste, dass er es war. Aber ich dachte, es wäre der Junge. 2077. 17. Oktober. Ich habe ja geahnt, dass der Junge eine Göre ist, aber ich hatte ja keine Ahnung, was für ein Plagegeist er wirklich ist. War vielleicht doch kein so guter Plan. Dann stimmt das doch nicht. Das... Auf jeden Fall ist das der Sohn von Arthur. Deswegen will er ihn haben. Ich habe gedacht, weil es quasi sein Adoptivkind war, aber anscheinend nicht. Dann geht's hier um Arthur. 18. Oktober. Wir haben uns im Dampf verschanzt. Der Laden ist jetzt schwerer zu knacken als ein Geldschrank von einem Pfennigfuchser. Lösegeld oder sowas in der Art kann ich mir abschminken. Wollte ja sowieso kein Geld, will einfach die Anlage abschalten und dafür sorgen, dass ein paar Sicherheitsleute den Laden besser machen. Deswegen hat er auch angerufen und gefragt und sich beschwert. 20. Oktober. Dem Jungen hat unser großes Abenteuer bis jetzt Spaß gemacht, aber plötzlich hat er angefangen, bloß noch rumzumeckern und unanständiges Zeug zu zeichnen. Bin mir nicht sicher, wer hier der Gefangene ist. Arthur hat an der Übergangsstelle eine Notiz hinterlassen. Er sagte, ich könnte den Jungen behalten und dass er die Anlage nicht abschalten würde. Er will lieber, dass sein einziger Sohn das Land von den Kommunisten rettet. Nett. 21. Oktober. Ich könnte schwören, der Junge will mich umbringen. Er schubst mich immer, wenn ich auf dem Steg stehe. Er hat mit einem Seil gespielt und sagte, er würde seine Pfadfinder-Pionierknoten üben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Schlinge gemacht hat. Okay, jetzt dreht er aber durch. Ein Fusionskern zwischendurch zu finden, wäre eigentlich eine tolle Sache. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel. Wir kommen da jetzt also rein. Ach, guck mal, Spielzeug. Oh, guck mal, Spielzeug. Ich hasse dich. Du kommst mir gelegen. Gamma-Kanone. Ja, ich weiß nicht, ob das gegen irgendeine Kreatur hier hilft. Das hilft ja eigentlich gegen Humanoiden, die jetzt nicht wirklich verstrahlt sind. Gibt's hier aber nicht. Uno Sekunde. Wo ist dieses... Wir müssen dieses Radio... ignorieren. So, hoffentlich wird mein Video nicht geclaimed deswegen. Nichts. Leistungsstarker Verschluss. Nichts. Grimmiger Verschluss. Okay, das können wir auf jeden Fall gucken. Kleidung. Räderrüstung. Linkes Bein. Tschüss. Roboter linkes Bein. Tschüss. Wieso kriege ich dafür keine Mods? Mir macht das doch nicht zum Spaß. Wieso habe ich schon wieder Polizeisachen am Start? Freddy's Abenteuer Nummer 2. Noch mehr Geheimsachen. Onkel Otis hat mir Süßigkeiten besorgt und sie mir dann wieder weggenommen, weil mir sonst die Zähne wegfaulen, sagt er. Das ist sowas von ungerecht. Onkel Otis hat ekliges Essen besorgt. Er ist jetzt richtig stinkig und gar nicht mehr lustig. Ich will wieder nach Hause mit meiner Flinte spielen. Peng, peng. Ich kann super schießen. Ich habe eine Ratte gefangen, aber jetzt ist sie tot und nicht mehr lustig. Okay. Onkel Otis ist doof. Er ist bloß noch gemein zu mir. Ich will nach Hause und er sagt nein. Ich will Süßes und er sagt nein. Aber den erwische ich schon noch. Ich baue Fallen wie die Pfadfinderpioniere und fange ihn damit, weil ich der Größte bin. Leicht labil, ja. Aber nicht der Größte. Wo ist dieses Radio? Es quält mich. Ah, gut, ignorieren wir es. Kleber?
Oh, ne, Säure. Ich hatte Hoffnung. Und sie wurde einfach zerstört. Die Hoffnung wurde mir weggerissen. So, ich sehe, ihr habt gerade mal wieder zu spät auf die Uhr geguckt, Freunde. Wir sind ja jetzt sowas von out of time. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich glaube, ich habe das Radio gefunden. Das ist doch nicht euer Ernst. Sind das diese Fallen, die er aufgestellt hat, um mich wahnsinnig zu machen? Ich habe zuerst gedacht, der Otis hat eine Schraube locker, aber ich glaube, das ist wirklich der Bengel. Gut, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.